So, jetzt haben wir die Situation, dass jemand auf Klausur klickt, zu einem Zeitpunkt, wo die Klausur eigentlich noch nicht begonnen hat. Und dann sehen wir hier oben auch, dass der Hinweis da ist, ab wann die Klausur verfügbar ist. Und man sieht die Aufgabenstellung nicht, wenn hier der Haken bei der Verfügbarkeit auch rausgenommen ist. Klickt man jetzt zur richtigen Zeit auf die Prüfung, also wenn die Prüfung begonnen hat, hat man jetzt hier das Aufgabenblatt, kann sich das herunterladen oder es entsprechend öffnen, bearbeitet dann die Klausur. Entweder am Rechner oder auf Papier, macht anschließend eine Datei draus und kann dann hier über Abgabe hinzufügen, eine Datei hochladen. Es geht ganz einfach über Drag and Drop. Man zieht die hier rein, speichert das, dass es hochgeladen ist, bekommt hier auch den Hinweis, dass es nur ein Entwurf ist und drückt dann hier unten auf Aufgabe abgeben, muss dann nochmal die Eigenständigkeitserklärung abhaken. Und bekommt dann auch nochmal die Rückmeldung, dass man jetzt abgegeben hat. Wenn jetzt jemand nach dem Zeitpunkt letzte Abgabemöglichkeit etwas hochladen möchte, dann geht das nicht. Man bekommt hier den Hinweis, dass die Abgabezeit rum ist und es ist auch gar kein Abgabebutton mehr zu sehen. Falls der Studierende jetzt die ganze Zeit auf dieser Abgabemaske stand, wo dieser Button Abgabe drin war und hinten nach läuft die Bearbeitungszeit ab und er drückt dann auf den Button, dann hat er quasi auf den Button gedrückt, den es eigentlich nicht mehr gibt. In dem Fall gibt es dann eine Fehlermeldung von Moodle.